Hallo Freunde der Leisure Tranche, ich grüße euch. Wenn mein innerer Instinkt mich nicht täuscht, haben wir heute Fasching. Und an einem denkwürdigen Tag wie diesen möchte ich ausnahmsweise auch mal ein Allerweltsmensch sein und mit dem Mainstream einfach mal so dahinschwimmen. Wie ihr alle wisst, habe ich gerade meine Serie Brothers am Laufen. Und die führt uns im Augenblick durch die Jahre 92, 93 durch eine düstere Epoche. Ich spreche vom Einsatz in Sarajevo. Ja. Doch mir ist aufgefallen, dass ich eine Epoche meines Lebens bei der Fremdenlegion total außer Acht gelassen, ja vergessen habe. Das ist das Jahr 1991. Genau in diesem Jahr befand ich mich mit meiner Einheit im Tschad. Die ersten 2 Monate in N'Djamena, im Kapital, in der Hauptstadt, und die letzten 2 Monate im Camp du Capitaine Crochet, das ist in Abéché, einem richtigen Wüstenfort im mittleren Tschad. Genau davon habe ich 2 Stories für heute. Eine recht heitere, die zu dem Fasching passt, ja, Lachen ist erlaubt, und eine andere recht nachdenkliche. Und die sollte uns dann richtig düster und auch nachdenklich stimmen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe hier das Wappen von der ersten Kompanie noch einmal auf einem Feuerzeug, auf einem Sippo. Schöne Sache, schönes Andenken. Aber jetzt kommen wir mal zur ersten Geschichte. Und zwar, wie gesagt, war damals das Dösem Rep im Tschad vertreten mit 2 Kompanien. Das war die erste Kompanie, die Grünen, und die 2. Kompanie, die Roten. Erste Kompanie Spezialist in Orts- und Häuserkampf, Nachtkampf. Die 2. Kompanie im Kampf im Gebirge, das waren Gebirgsjäger. Dabei war natürlich auch ein EMT, das ist ein Etat-Major-Taktik, das heißt ein taktischer Führungsstab. Da waren die ganzen Offiziere drin, Regimentskommandeur und sein Stab. Wir verbrachten die ersten 2 Monate, also die erste Kompanie in N'Djamena, in der Hauptstadt, waren dort im Einsatz. Und dann die letzten beiden Monate in Abéché. Ja. Das Ganze geschah im Rahmen der Operation Épervier. Ich war damals junger Unteroffizier, also Sergeant. Und wir hatten bei uns in der Stabs- und Versorgungskompanie einen Freund, einen anderen Sergeant, ein Franzose, ein Gaulois also, und der hieß Robles. Und Robles hatte gute Verbindungen nach draußen zur Stadt, zu den Arabern. Unter anderem auch zu einem Pferdehändler. Und als ich davon erfahren habe, da bat ich den Robles doch mal Kontakt aufzunehmen. Ich wollte gern ausreiten am Sonntag. Sonntags hatten wir immer frei. Robles hat gemacht, was ich gesagt habe, oder nachdem ich gefragt habe. Und es kam also zustande, dass irgendwann am Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr früh der Pferdehändler mit einem Pferd vor mir stand, ein Araberhengst, und mir die Zügel überreichte. Ich konnte reiten, also gar kein Thema. Und er sagte nur, das Pferd heißt Scheitern. Scheitern ist arabisch und heißt Teufel. Und der Bursche hatte wirklich den Teufel im Leib. War ein kleiner, drahtiger Araberhengst. Ich stieg auf, ich trieb dem Pferd meine Hacken oder meine Fersen in die Flanken und er ritt los. Einmal mit der Zunge geschnalzt, dann ist er in einen Trab verfallen und dann später im Galopp. Also eine wunderbare Sache. Leicht am Zügel ziehen, Druck wegnehmen von den Flanken, dann blieb er auch gleich stehen. Und so ritten wir 2 Stunden immer Richtung Süden. Ich wendete, ich machte eine Drehung mit dem Pferd, ziemlich elegant, und dann nichts mehr. Das Pferd weigerte sich, auch nur einen Schritt vor den anderen wieder Richtung Norden zu tun. Ja? Ich habe dem wieder die Hacken in die Flanken getreten, nichts. Mit der Zunge schnalzen, 3-mal nichts. Dann in meiner Verzweiflung dem Hengst die Faust zwischen die Ohren getrieben, erst recht nichts. Es blieb mir also gar nichts anderes übrig, als abzusteigen, die Zügel über die Schulter zu schmeißen und dann mit dem Pferd im Schlepptau, ich musste den Hengst richtig ziehen, zurück ins Camp zu laufen. Na, das waren mal so 20, 25 Kilometer. Ich kam dort nach Einbruch der Dunkelheit völlig erschöpft an. Ja, mein Wasser war auch schon zu Neige.
Und was finde ich vor am Eingang von Camp Crozet? Naja, alle Offiziere und alle Unteroffiziere, und die haben sich richtig einen Ast abgelacht. Die kannten nämlich alle den Shaitan schon, mir hat man natürlich nichts gesagt, und haben, oder viele von ihnen haben die Erfahrung auch schon gemacht. Ja, gut, das war eine heitere Sache, aber man lernt nie aus. Wir haben dann an dem Abend noch einen getrunken, waren happy und haben uns noch lange, lange Zeit über Geschichten wie diese unterhalten. Auch heute, wenn ich einen treffe aus der Kompanie, der mit im Chat war, unterhalten wir uns recht heiter über diese Sache. Wenig heiter wird die nächste Geschichte. Auch die nächste Geschichte hat mit dem Teufel zu tun. Doch mit einem Teufel auf zwei Beinen. Im Camp du Capitaine Crozet hatten wir Ausgangsverbot. Insgesamt ließen uns die Offiziere dennoch zweimal raus und wir besuchten die Bars in der Stadt Abéché. Da gab es eine Bar, die hatte einen Ruf, ja, eine Bar, aber auch eine Art Puff zu sein. Ich sage Puff, das heißt, dort konnten die Legionäre, die ja schon seit 3 Monaten, ja, seit fast 4 Monaten im Tschad waren, ja, ihre Leidenschaften ausleben. Mir war an diesem Abend nicht nach wegen welchem Mädchen. Mir war einfach nur danach, 1-2 Bier zu trinken und dann heimzugehen ins Bett. Nun hat der Besitzer der Bar, ein alter Araber, mich irgendwie beobachtet. Der saß irgendwo auf seinem Stuhl und hat mich die ganze Zeit fixiert und kam dann irgendwann rüber zu mir an den Tisch und fragte, du willst kein Mädchen haben, du willst keine Frau haben? Ich sagte, nein, interessiert mich nicht. Ich will nur mein Bier trinken. Dann nach einer Weile fragte er mich, ja, stehst du vielleicht auf Knaben? Möchtest du einen Knaben? Ich sagte, nein, ich möchte auch keinen Knaben, lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte nur mein Bier trinken und meine Ruhe haben. Dann verschwand der Bursche wieder, beobachtete mich aber die ganze Zeit von seinem Sitz aus. Und irgendwie nach einer halben Stunde kam der wieder her zu mir und sagte, da drüben, siehst du die? Ich folgte seinem Blick, ich sah ihn genau in die Richtung und da stand am Eingang zu einem Zimmer ein Mädchen. Das Mädchen war höchstens 12 Jahre alt. Und ich fragte, ja, und was soll das? Er sagte, du kannst das Mädchen haben. Ich sagte, nochmal, ja, zum Mitschreiben, das interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe. Und dann kam er her und flüsterte mir so fast ins Ohr, ja, du kannst das Mädchen haben. Du kannst das Mädchen kaufen. Und jetzt bin ich hellhörig geworden. Ja? Jetzt habe ich das Spiel versucht, mal mitzuspielen, um herauszukriegen, was denn der will von mir. Und da habe ich gesagt, aha, wie stellst du dir das vor? Und da hat er gesagt, 800 US-Dollar und das Mädchen gehört dir. Ich sagte, okay. Und weißt du was, sagte er, du kannst mit ihr machen, was du willst. Und wenn du sie umbringen möchtest, sie gehört dir. Mach mit ihr, was du willst. Ich traute meinen Ohren kaum. Ich war verdammt wütend und ich wurde immer wütender. Ich habe dem alten Araber am Arm gepackt, wollte ihm gerade eine tüchtige Abreibung verpassen. Das ging ja gar nicht. Bis dann einige Kollegen hinter mir, die mit mir am Tisch saßen, mich festgehalten haben. Ja. Die mussten mich zurück ins Camp bringen, sonst hätte ich dem alten Araber ganz, ganz windelweich geschlagen. Nun ist das eine Geschichte, die in Afrika, in vielen Ländern gang und gäbe ist. Das ist eine Art Menschenhandel. Und ich wollte mit dieser Geschichte auch sagen, oder ich will mit dieser Geschichte auch sagen, wie gut wir es teilweise in unserem Europa haben, dass solche Geschichten wie damals in den Tschad, dass solche Möglichkeiten nicht oder kaum existieren. Und darüber sollten wir erfreut sein. Und wir sollten, wenn möglich, diesen verdammten Menschen- und Sklavenhandel, egal wo und egal in welcher Art er stattfindet, den Krieg erklären. Liebe Freunde der Fremdenlegion, Abonnenten, ich wünsche euch noch einen schönen Restfasching, einen fröhlichen, aber auch einen nachdenklichen. Amitié, Legionär, euer Thomas Gast.
Allongirons ton pantalon. Satan und der Teufel.